Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir sind bei Yoshi's Story und gucken uns gleich die Geschichte an, die jetzt beginnt. Und ich lese euch dann mal vor. Die Yoshi-Insel wurde von einem schrecklichen Fluch heimgesucht. Die Insel mitsamt ihrer Welten wurde in ein Pop-up-Buch verwandelt. So. Der Happy-Baum wurde gestohlen, die Yoshis sind sehr unglücklich. Es muss Baby Bowser gewesen sein, nur er kann so etwas tun. Ohne den Happy-Baum gibt es kein Glück und keine Freude mehr. Irgendwo auf der Insel stehen 6 Eier zum Schlüpfen bereit. Die Yoshis konnten dem Fluch dank der harten Eierschale entgehen. Nacheinander brechen die Eier auseinander und 6 Yoshis schlüpfen aus. Hat sich sogar gereimt ein bisschen. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Doch was sollten sie nun tun? Sie sind doch eben erst ausgeschlüpft. Denk, 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 würde Winnie Pooh sagen. Die Yoshis denken nach, die Yoshis denken nach, wie sie den Happy Baum zurückerobern können. Schon bald finden sie eine Lösung für alle ihre Probleme. Je glücklicher sie sind, desto mehr Freude kehrt auf die Insel zurück. Hört sich gut an. Erzähl mir mehr davon. So mit Freude erfüllt wird alles wieder wie früher. Ich habe das wieder voll überlesen gerade. Hab aber gesagt und dahinter steht wie. So, die Yoshis müssen als Team auftreten und den Happy Baum retten. Früchte sind das Geheimnis zum Glück der Yoshis. So machen sie sich auf, um das letzte Kapitel des Buches zu erreichen. Dort werden sie auch das Schloss des bösen Baby Bowser finden. Werden sie Erfolg haben und können sie den Happy Baum befreien? Yoshi's Story ist eine fruchtige Geschichte voll Glück und Trauer. So, wie wird die Geschichte wohl enden? Ja, und das bestimmen eigentlich nur wir. So, ich habe schon mal die Einstellung soweit gemacht, halt, ihr seht, Sprache eingestellt. Und wir gehen auch gleich mal aufs Abenteuer. Das Spiel ist, boah, auf jeden Fall für Nintendo 64, das kann ich euch jetzt sagen. Ich weiß, dass ich es in meiner Jugend gesuchtet habe, wirklich. Ich wollte jedes Level auf 100% haben. Hab's auch teilweise sogar geschafft. Wir suchen uns noch unsere Glücksfrucht aus. Die wird immer am Anfang des Buches bestimmt. Und wir können uns einen dieser sechs Yoshis aussuchen. Ich bin fürs erste Level erstmal für den Standard-Yoshi. Wir können ja dann später immer mal wechseln. Ja. Und hier seht ihr schon mal das erste Level. Genau, da ist unsere Glücksfrucht. Das war die Melone. Es viele dieser Früchte, sie schmecken gut und sind jeweils 8 Punkte wert. Wenn Yoshi unbesiegbar ist, solltest du eine Stampfattacke ausführen. Die Shy Guys werden augenblicklich in Glücksfrüchte verwandelt. Unbesiegbar kann man werden, ja, da gibt es so ein Herz. Und da funktioniert das. Mit. So. Das sind unsere berühmten Shy Guys. Und ich weiß nicht, wie viele überhaupt das Spiel von euch kennen, weil, ich glaube, es kommt darauf an, ob man mit dem Nintendo 64 aufgewachsen ist oder nicht. Ich bin's damals. Bin es damals. Genau. Erkläre ich euch gleich, ich hab's jetzt eh weiter gedrückt. Das sind Warps. Weil, wenn man diese Fruchtleiste hier am Rand, die wir sehen, nicht vollständig haben, ist das Level nicht beendet.
Das heißt, man wird wieder an den Anfang teleportiert, macht halt so lange weiter, bis man alle Früchte hat. Oder, ja, nicht alle, also es gibt viel mehr Früchte, aber man könnte nur diese Honigmelonen zum Beispiel sammeln. Da gab es irgendwas am... gab es, glaube ich, die meiste Punktzahl, die möglich ist. Und, ja, so ist das, ne? Und mit diesen kleinen Dingern könnte man sich von, sind meistens vier, kann man sich von Bereich zu Bereich halt porten, könnte man sagen. Okay, Müdigkeitsanfall. So, dieser nette Herr wollte uns eigentlich nicht vorbeilassen. Mit einer Stampfattacke setzt man den außer Gefecht, genau. Und sonst würde man da halt einfach nicht durchkommen. Der würde jetzt auch die Seiten wechseln, warte. Genau. Ihr seht. So. Wie gesagt, Spiel werden vielleicht nicht viele von euch kennen. Wäre cool, wenn ihr vielleicht halt mal sagt, ja, kenne ich, sagt mir was. Weil ich mag das Spiel echt riesig. Wobei halt viele früher gesagt haben, oh, das ist nicht toll. Verbockt. Also es gab viele Leute, die damals gesagt haben, oh, das schlechteste Yoshi-Spiel. Aber so, ich finde es echt gut umgesetzt. Kommt vielleicht halt drauf an. Ist ja immer bei jedem anders. Genau, das ist so ein kleines Wettrennen. So. Das fand ich halt damals in dem Spiel echt cool. Du hattest diese Möglichkeiten. So kleine Minispiele echt zu machen. Also die sind hier überall in jeder Welt ein bisschen versteckt. Und wenn man jetzt hier im Ziel ist, bekommen wir 7 von den Honigmelonen. Was total cool ist. Weil dann werden wir auch kurz unbesiegbar jetzt gleich. Genau. Und ab einer bestimmten Früchteanzahl. Da ist der zweite Warp. Und jetzt sieht man das. Genau. So, brauchen wir nur noch 5 Früchte. Was mir natürlich ein bisschen zu schnell jetzt gerade ging. Weil es gibt auch noch in jedem Level diese... Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin bemerkt habt, an diesen Happy-Baum sind solche Herzen gewesen. Und, ja. Da war das... Was wollte ich sagen, ey? Ich bin so durcheinander. Ich lauf weiter. In diesem Happy-Baum war so ein Riesenherz und die kann man in jedem Level wieder zum Beispiel finden. Genau. Finde die Superherzen, um ins nächste Kapitel weitere Levels öffnen zu können. 3 Superherzen sind in jedem Level versteckt. Näherst du dich einem Herz, erklingt ein akustisches Signal. Ja, genau. Und dass man im Pausenmodus sehen kann, wie viele man gesammelt hat. Ist ein bisschen buggy hier, ne? Okay. Wir machen jetzt einfach mal so. Und die geht da hoch. Okay. Noch so ein drittes Herz für uns vielleicht. Und die. Da gibt's auch. Das war noch nicht. Okay. Ich dachte, das war schon. Okay. Wo bringt er uns hin? Na komm. Süß, wie er geknurrt hat gerade. Zeige ich euch bei Bedarf gleich nochmal. Das macht er meistens, wenn Gegner vor ihm stehen, fängt er so süß an zu knurren. So. Ah, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt hier noch was hatte. Dann könnten wir diesen Schnüffel. Genau. Damit kann man sich durchriechen. Hier war zum Beispiel irgendwas. Was? Ich hab grad was geschnüffelt. Ah, hier. Okay. Oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt es dann diese Möglichkeit, dass du wirklich so schnüffeln kannst.